gibt es zwei Optionen. Entweder ihr fahrt wieder zurück, könnt nicht in Norwegen einreisen, oder ihr zahlt 700 Euro und Juli wird von einem Veterinärarzt abgeholt. Ihr dürft ihn 24 Stunden nicht sehen. Er bekommt diese Impfung, die Wurmkur, wird in einem Zwinger gesperrt und hat 24 Stunden keinen Menschenkontakt. Weder zu uns noch zu irgendwem. Guten Morgen, ihr Lieben, und willkommen zu einem neuen Vlog aus Dänemark. Guten Morgen. Wir haben uns jetzt gerade ready gemacht, wir sind gerade dabei. Wir sind jetzt hier wieder in dieses Klohäuschen gegangen. Der Vlog startet eigentlich hier, wo der letzte aufgehört hat. Wir sind gerade eben aus dem Bett gekrabbelt. Wir zeigen euch das gleich hier einmal kurz, aber machen uns auf jeden Fall ready. Dann frühstücken wir und um 12 Uhr geht unsere Fähre nach Norwegen. Für unschreibbare 400 Euro hin und zurück. Ja. 400 Euro! Also ich sag euch, wie es ist, Leute. Das wird auf jeden Fall ein teurer Spaß hier. Aber ich sag mal so, den haben wir uns verdient. Boom. Ja, haben wir, auf jeden Fall. Ja, also für 400 Euro hätte ich nicht mit gerechnet. Ich auch nicht. Also. 100 Euro pro hin und 100, also 200, das hätte ich, hätte ich gesagt, ist okay. Ich finde es auch schon heftig, echt. 400 Euro ist... Wir haben auf jeden Fall gut geschlafen, tatsächlich. Ja, das ja. Mir war ein bisschen zu frisch, also jetzt nicht kalt, aber ein bisschen frisch. Für mich war es perfekt. Ja. Beziehungsweise eher Tendenz ein bisschen kühler sogar noch, aber ich glaube, das wird sehr schwierig, das perfekt einzustellen. Hier war für dich noch was kühler werden? Ja. Also für mich hätte so ein paar Grad noch kühler sein können, weil ich habe ein bisschen gesweatet. Was? Ja. Ja, okay, dann tauschen wir Plätze, weil ich lag am Fenster, 100 pro deswegen. Ja, das kann sein. Safe, ja, okay. So, wir befinden uns wieder im Van und machen uns jetzt Frühstück. Unser erstes. Unser erstes Frühstück, genau. Und heute machen wir ausnahmsweise, weil wir ja auch gleichzeitig los müssen, hier im Van-Frühstück. Wir machen jetzt gerade hier Rührei. Und wir haben aber ja extra so ein Wok-Ding, so ein Potato. Ja, so ein Skottel heißt es. Ich glaube nicht, dass die Leute, also die Nicht-Camper werden nicht wissen, glaube ich. Ja, okay, das stimmt. Das ist so eine Paella-Pfanne auf einem quasi Mini-Gasgrill, den man so mit sich hält, weißt du? Zeigen wir euch jetzt die Tage mal. Aber heute benutzen wir auf jeden Fall jetzt mal kurz hier die Dings. Und ich habe gerade hier so ein bisschen Obst und Gemüse geschnitten. Und ich mache jetzt das Rührei. Fertig gefrühstückt, wir machen es jetzt on the Sünder. Ich bin excited! Wir machen es auf dem Weg, wir sind in unseren Pyjamas geblieben. Wir ziehen uns dann später auf der Fähre einfach um. Einmal ganz kurz einen Rundumschwung hier, wo wir gerade stehen. Hier haben wir die Nacht genächtigt. Hier ist wirklich halt direkt der Hafen. Das kleine Häuschen, wo wir uns gewaschen haben und alles. Und da seht ihr die ganzen Boote und the water. War echt schön für das. War echt schön hier. Da war unsere Stromsäule. Und direkt neben hier an die fetten Boote, ey. Da gehört natürlich eins von uns, ne? Ganz klar. Ja, jetzt düsen wir los, ab zur Fähre. Wir kommen um 10:06:28 an und wir müssen erst um 11:15 da sein. Top. Schon fast an der Fähre angekommen, jetzt müssen wir noch hier kurz tanken. Jetzt hätte ich fast deinen PIN gesagt. Schatz, nein, nicht verraten. Okay, gib einen. Ja, ich gebe hier kurz ein Update. Wir tanken jetzt noch, wir sind 4 Minuten von der Fähre entfernt. Und genau, versuchen jetzt es irgendwie hier hinzukriegen, hier einmal jetzt voll zu tanken, damit wir es in Norwegen nachher nicht mehr machen müssen. Und, aber es ist hier irgendwie super kompliziert. Also das ist hier immer so ein System, wie in Holland auch. Du buchst erst irgendwie einen gewissen Betrag ab, ich sag mal 100 Euro. Ja. Und das, was du dann getankt hast, wird dann quasi wieder gut geschrieben. Ja, beziehungsweise was du nicht getankt hast. Genau, dann, was ne? du nicht getankt hast. Ja, und jetzt mussten wir... Hast du jetzt auf PKW gedrückt oben? Ja, er sagt ja, wir können einfach Gas geben. Einfach Gas geben. Ja, gruselig alles, aber wir versuchen es mal. Wir sind durch die Kontrolle, Leute. Es fluppt alles irgendwie, es fluppt so gut. Und wir sind easy peasy durchgekommen. Wir haben uns ja wie gute Touris gut vorbereitet und haben schon vorher natürlich alles gebucht gehabt. 400 Tacken, Leute.
Das war ein bisschen heavy, finde ich. Sind wir aus einmal rüber und zurück. Aber den Latschen gekippt. So, ja, 400 Euro ist schon echt heftig gewesen. Ja. Aber wir haben natürlich auch vorher dann unsere Kennzeichen eingegeben und alles. Und wir sind jetzt quasi durch die Kontrolle. Und dann ist ja, ach so, zwei Personen, ein Hund. Wir so, ja, ja, wusste der schon alles, ne, weil wir alles angegeben haben. Dann haben wir jetzt unsere Pässe gegeben, von Juli den Pass und alles. Und ja, jetzt stehen wir hier. Wir haben gesagt bekommen, wo wir hin müssen. Und jetzt schaut euch mal bitte, ich habe mich gerade so krass erschrocken. Also für viele jetzt vielleicht so, hä, voll lame. Aber ja, wir sind noch nie mit einer Fähre richtig gefahren. Wir fahren mit so einem riesigen Schiff. Guckt euch das mal an jetzt. Guckt euch mal an, wie riesig das ist. Super Speed. Ja, Super Speed. Ich hoffe, Super Speed fahren wir auch, ja, wenn wir schnell ankommen. Das ist so riesig. Oh mein Gott. Und ja, jetzt stehen wir hier in Reihe und Schlange und warten darauf, dass es losgeht. Wie immer noch in unseren Pyjamas. Okay, Freunde, wir fahren jetzt gerade drauf. Ich kippe mich ein bisschen ein. Mir ist gerade super schlecht irgendwie. Ich weiß auch nicht. Jawohl, danke. Oh nee, es gefällt mir irgendwie alles nicht. Es ist hier alles, ich kann nicht rausgucken, es ist dunkel, Platzangst, weiß nicht. Wo nee. Packen wir denn jetzt? Gefällt mir nicht. Warte mal einfach hinterher weiter, ne? Ja, mach mal. Aber sieht schon gut aus hier. Ja, voll. Das ist ordentlich laut. Nee, nicht mehr. Nee, hier ist nicht mehr, jetzt hier hoch, ne? Ja. Wir sind drauf. Juli ist in meiner Jacke. Weil es hier schon echt ordentlich kalt ist, ne? Hin müssen, aber. Ich weiß auch nicht, wo wir hin müssen. Hier wackelt auf jeden Fall alles. Irgendwie habe ich auch ein bisschen Druck auf den Ohren. Das ist normal. Ich weiß es nicht. Wir gehen jetzt einfach mal erstmal hoch und dann gucken wir mal, wo wir lang müssen. Das wird schon. Oh mein Gott. Heilige Maria. Das ist schlecht. Okay. Ist ich ready? Will nicht. Nee, irgendwie bin ich gar nicht ready. Soll ich hier einfach? Nein, einfach drücken. Push the button. Hier? Ja. Oh mein Gott. Oh Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott, das ist krass. Woohoo! Oh mein Gott. Es sieht so cool aus. Oh mein Gott. Okay, stell wieder rein. Stell wieder rein. Das war ganz vorne an die Spitze, die machen wir, ja. Heilige Maria! Okay, wir wollten hier eigentlich entspannt ein Foto machen, aber es ist weder das Wetter dazu noch. Ist, also hier ist nicht mal eine einzige Person, hier ist alles abgesperrt. Wir haben uns jetzt einfach hier rausgeschlichen. Boah! Oh, aber riecht alles. Ja, du hast auf den Ohren kalt. Scheiße, wir gehen wieder rein. Sonst ja. Tschüss! So ein Feini, guckt ihn euch an. Wirklich. Er ist so brav gewesen. Oh, er schützt sich da mit der Foto richtig ab und so richtig. Einfach Props für diesen Hund in die Kommentare. Ja, einmal Liebe. Oh, ja, und jetzt geht's wieder. Und jetzt zu schnell getrunken. Immer. Keine Sorge, das ist ganz normal. Es gibt nicht ein einziges Mal, dass er trinkt, ohne dass das passiert. Alles gut. Ja, fein! Ich glaube wirklich, ich habe noch nie in meinem Leben getrunken. Nee, ernsthaft, ich glaube auch nicht. So, Friends. Alles geht ab. Wir haben euch ja jetzt noch gar nicht up to date gebracht hier im Vlog. Für alle, die es mitbekommen haben, wir waren gestern live auf Twitch und haben da ein bisschen was erzählt. Wir werden das jetzt gleich im Anschluss hier auch noch machen. Da kommt ein Fahrradfahrer. Aber wir wollten euch einmal ganz kurz zeigen, wo wir heute genächtigt haben. Illegalerweise. Hier. Wir. Hier. Meer. Land und Meer. Wir haben jetzt hier an so einer Raststätte gehalten und das war echt ganz cool. Wir konnten jetzt hier für 5 Euro beide duschen tatsächlich, so lange wie wir wollten. Das war echt, hat gut getan. Super, ne, wir fühlen uns richtig viel besser. And look what's coming out. Yeah, the sun is coming. Diese ganzen Scheiße, die wir erlebt haben, die wir euch auf Vlog übrigens gleich noch erzählen müssen. Ja. Kommt endlich mal die Sonne raus. Gott sei Dank. Ich muss jetzt das erste Mal die... Ja, wir müssen jetzt die Toilette entleeren. Wir haben jetzt gerade schon das Abwasser entleert. Und jetzt das erste Mal die Toilette. Wir machen auf jeden Fall... wir machen keinen groß in die Toilette rein. Ja. Nur klein. Aber das muss halt trotzdem mal gesäubert werden. Das sollte nicht so schlimm sein. Nee. Aber hier muss das auf jeden Fall gemacht werden. Ich mache euch mal gerade größer. Scheiße, wieso? Okay, ich halte es hoch. So. Mhm. Und jetzt... Okay, ich bin gespannt, Leute. Das erste Mal, dass wir sowas machen. Ah, nein, da kommt was raus. Ja, echt jetzt? Oh ja, geil. Geil. Chillig.
was man halt so macht, ne? Das sind ja jetzt keine Fäkalien oder so, weil wir da, wie gesagt, nicht groß reinmachen, aber es trotzdem eklig. Ja. So, jetzt kannst du da ein bisschen... Moment, ich kann nicht gleich... Warte, ja, Sekunde. Ich kann nicht gleichzeitig... Jetzt. Jetzt? Oh Gott, okay. Leute, wir hoffen, ihr versteht uns. Wir haben es doch tatsächlich ans Meer geschafft. Immerhin. Hallo. Hallo, es war krass. Sieht schon schön aus. Aber es ist so krass windig. Ja. Es ist so kalt. Aber das war jetzt noch nicht das, nee, weswegen ich jetzt die 3 Tage Strapazen auf mich genommen habe. Also ich hoffe, in Norwegen wird es noch ein bisschen geiler, nicht so windig. Aber wir erzählen euch jetzt gleich. Wir gehen jetzt mal zurück zum Van und dann erzählen wir euch erstmal, was überhaupt hier los ist. Die ganze Tür. Ah, Mona hat einfach seit 2 Minuten Lachen voll. Wir haben gerade hier was aufnehmen wollen für ein Video und auf einmal ist die Tür, sie hat die Tür aufgemacht und die ganze Tür ist abgerissen und wir dachten schon, also wirklich abgerissen, dachten wir, ist es vorbei. Stell dir vor, zitter nicht! Okay, recht. Auf jeden Fall dachten wir wirklich, die Tür hat so BAM gemacht, ne? So wirklich ganz weit auf. Und dann ist was abgefallen. Und was abgefallen, wir dachten so, okay, die Tür geht fliegen gleich, wir fahren mit einer Tür nach Norwegen. Wisst ihr, Leute, wisst ihr, was wirklich das Coolste ist? Nee, jetzt wirklich, was das Coolste an uns beiden als Couple und an dieser Person und an meiner Person ist, dass, guck mal, wie beschissen die Situation gerade war. Gut, ihr wisst es jetzt immer noch nicht, wir sagen euch das jetzt gleich erstmal. Ja, wie lange wir das? Ich will das nicht, aber wir setzen uns hier nach der Szene, setzen wir uns hin mit dem Essen und erzählen euch, was abgeht. Aber jetzt in so einer Scheißsituation haben wir immer noch nicht das Lachen verloren, ne? Deswegen liebe ich dich, Alter. Ich liebe dich auch. Aber schaut mal bitte, wie schön wir hier liegen und ins Meer gucken können. This view, we got this view. For this, we going here. For this. Das ist schon schön. And for him. And he's a Kotzbrocken. Oh, Friends, jetzt endlich die Aufnahme, wo wir euch erzählen, was gestern abging. Wir versuchen uns so kurz wie möglich zu halten. Viele von euch haben im Livestream das schon mitbekommen und auch auf Instagram. Ja, wir waren gestern ja, wie ihr gesehen habt, auf der Fähre. Ich glaube, bis dahin haben wir auch gevloggt. Ne? Ja, auf dem Weg nach Norwegen. Auf dem Weg nach Norwegen. Und ja, wir waren schon über die Fähre, also wir waren schon in Norwegen. Wir haben norwegischen Grund schon berührt. Wir waren auch, sind ja auch in Dänemark, um auf die Fähre zu kommen, durch eine dicke, fette Kontrolle gekommen, haben wir auch gesagt, wie gut es funktioniert hat. Ne? Ja, merkt euch diesen Punkt. Mhm. Und ja, dann wird der Ausweis, der EU-Ausweis von Juli kontrolliert und auf einmal wird uns gesagt, da fehlt eine Wurmkur. Die haben am Anfang gesagt, es wäre eine Impfung. Wie wir rausgefunden haben, ist es eine Wurmkur für 40 Euro. Und der hat zu uns gesagt, ihr habt jetzt 2 Optionen. Entweder ihr fahrt wieder zurück, könnt nicht in Norwegen einreisen oder ihr zahlt 700 Euro. Erstmal das Geld. 700 Euro anstatt 40. Und Juli wird von einem Veterinärarzt abgeholt. Ihr dürft ihn 24 Stunden nicht sehen. Er bekommt diese Impfung, die Wurmkur. Wird in einen Zwinger gesperrt und hat 24 Stunden keinen Menschenkontakt. Weder zu uns noch zu irgendwem. Nach 24 Stunden werden wir angerufen. Wir dürfen nicht mal wissen, wo der hingebracht wird. Genau, wir dürfen nicht wissen, wo er hingebracht wird. Das ist alles tabu. Also die haben da wirklich getan, als wäre das eine tödliche Krankheit, die das ganze Land niederbringen würde. Er hat sogar zu uns gesagt, das würde die National Security, also die nationale Sicherheit gefährden. Völliger Schwachsinn. Natürlich, wir waren selber schuld, wir hätten uns informieren müssen. Wenn man mit Hund reist, werden wir jetzt auch merken. Müssen wir uns merken. Wenn meine Eltern mit Sam nach Spanien gefahren sind, wenn wir nach Holland gefahren sind, wenn wir nach Frankreich gefahren sind, überall hin, wo wir bisher waren, gab es noch nie Probleme. Jetzt wissen wir es, werden wir uns merken, aber es war halt wirklich scheine viel Geld, was uns das gekostet hat, denn für uns war natürlich die Option mit Juli abgeben für 24 Stunden keine Option. Wir waren völlig am Ende. Mona hat, als sie das gehört hat, direkt geheult. Rotz und Wasser, was ich natürlich verstehen kann. Nicht zudem, nee, Option 2 ist no Option, aber Option 1 war auch keine Option. Also war beides scheiße. Wir haben uns dann dazu entschieden, nachdem wir 5 Minuten auf norwegischem Boden waren, wieder 4 Stunden mit der Fähre zurückzufahren. Ihr müsst euch überlegen, dass wir für diese Fähre 400 Euro bezahlt haben. 400 Euro, um nach 5 Minuten wieder mit derselben Fähre zurückzufahren, um jetzt wieder in Dänemark zu stehen. Ja, das ist jetzt 1,5 Tage her. Und wir werden es morgen nochmal probieren. Denn wir haben heute Morgen dem kleinen Spatz hier diese Wurmkur geben lassen für 43 Euro in Dänemark. Sehr korrekt, die Dänen, muss ich an der Stelle sagen. Das ist jetzt, ich kraume nicht die Eier oder so, sondern das ist Juli. Ja, das ist Juli. Nicht, dass ihr jetzt denkt, ich mache hier sonst was Schweinskram. Ne?
Ja, und dieser kleine Spatz hier hat also heute Morgen seine Wurmkur bekommen. Und ab morgen 8 Uhr darf er quasi in Norwegen einreisen. Und wir haben nach ewig langem Hin und Her überlegen, fahren wir nach Schweden? Fahren wir jetzt doch nach Deutschland wieder zurück? Bleiben wir in Dänemark, was gar keine Option war? Fahren wir weiter nach Italien? Wir hatten überlegt, noch spontan 3000 Kilometer zu fahren nach Portugal. Würden wir machen, aber in diesem verdammten Van, der hat eigentlich ein Tempomat, der ist aber kaputt, also ist das auch keine Option. Ja. Du kannst es nicht auf den Tisch legen. Jetzt haben wir lange überlegt und gegrübelt und gemacht und haben uns dazu entschieden, nochmal 400 Euro zu zahlen, um nochmal nach Dänemark hin und zurückzukommen. Nach Norwegen, Entschuldigung. Weil wir einfach bis jetzt schon so viel Geld ausgegeben haben, um hier hinzukommen. So, wenn wir das jetzt nicht machen, haben wir, also klar, jetzt zahlen wir halt nochmal 400 Euro, aber machen wir es nicht, ist alles, was wir bis jetzt ausgegeben haben, halt für die Katz gewesen. Ja. So, deswegen. Und das wäre halt unmöglich gewesen. Ja. Das war für uns genauso keine Option. Und ja, deswegen haben wir uns heute dazu entschieden, nachdem das mit Juli und dem Tierarzt so gut geklappt hat, haben wir uns heute dazu entschieden, den Schritt nochmal zu gehen und es nochmal in Norwegen zu probieren. Also werdet ihr im nächsten Vlog sehen. Hoffentlich sind wir gut in Norwegen angekommen. So, das war jetzt super undramatisch und unemotional zusammengefasst, aber ihr müsst euch überlegen, wie die letzten zwei Tage für uns waren. Ein Gefühlschaos von purer Aggression, von Hass, von Trauer, von Weinen. Ich habe auch geheult, ich war einfach fertig mit der Welt. Von purer Enttäuschung. Also es war wirklich, das waren Horror zwei Tage und das wünsche ich keinem. Weil die Option zu bekommen, entweder seinen Hund an fremde Menschen abgeben zu lassen und in einen Hundezwinger zu geben oder 400 Euro nochmal zu bezahlen, das ist eine Option, zwischen denen will ich, dass kein Mensch dieser Welt wählen muss, weil das ist sehr scheiße. Das haben wir jetzt, wie gesagt, schon einfach mal auf Instagram vorbei. Ich mache da mit Sicherheit auch mal ein Story-Highlight auf zum Thema Norwegen-Tour und so allgemein irgendwann. Aber ob wir jetzt einen Fehler gemacht haben und uns nicht informiert haben hin und her, aber wie die mit uns umgegangen sind, das ist unfassbar. Also da wurde uns gedroht mit I arrest you, also so, wir kommen ins Gefängnis und es ist wirklich, es ist krass so. Und das hat es irgendwie auch nochmal so ein Ding oben drauf gesetzt, so, weswegen wir einfach fertig mit der Welt waren. Und jetzt ein paar Stunden später, einen Tag ungefähr später, ne, haben wir, wie gesagt, jetzt neuen Mut gefasst und versuchen es nochmal, aber am liebsten würden wir eigentlich beide gerne nach Hause und einfach nur Kopf ausschalten, nichts mehr. Also wenn ich die Wahl hätte, nach Hause zu kommen und ich würde all mein Geld wiederbekommen, wäre ich jetzt schon zu Hause. Ja, okay. Aber die Option bestand leider nicht. Deswegen machen wir jetzt das Beste draus. Und gucken, dass wir eine geile Norwegen-Van-Tour hinbekommen. Ja. Dass wir geile Sachen erleben, dass wir geilen Stuff produzieren, dass wir geile Vlogs machen können, so wie wir sie jetzt gerade aktuell tun. Und gucken einfach, was passiert. Ja. Jetzt sitzen wir auf jeden Fall gerade hier im Van. Juli ist aufgedreht, weil der möchte nämlich mal raus. Eigentlich möchte er auf den Tisch. Er ist ein super guter Tischlieger. Er liebt es, überall auf dem Tisch zu liegen. Aber das machen wir jetzt nicht, großer. Wir gehen nämlich jetzt spülen. Wir haben jetzt gerade gegessen. Es gab Reis mit Gemüse, also Gemüsereispfanne mit Kartoffeln. Die war super geil, Babe. Kartoffeln waren geisteskrank. Vielen, vielen Dank. Und jetzt haben wir hier, zeige ich euch mal. Jetzt haben wir hier ganz viel Spülkram, der jetzt gespült werden muss. Deswegen machen wir uns jetzt mal auf den Weg ins Waschhaus. Wir rocken das, Babe. Wir rocken das. Immer positiv bleiben. Stay positive. Das gleich hier nicht verlieren, Leute, ne? Ja. So, Freunde, wir liegen jetzt im Bettchen und werden jetzt schlafen gehen. Wir werden euch morgen berichten. Oh, Entschuldigung. Wir liegen gerade aktuell so, weil er ist noch am Arbeiten und ich liege so und dann haben wir mehr Platz, wenn die Füße und Kopf so, ne? Ach, ja, egal. Wir werden euch morgen früh. Nein, ich hasse dich einfach. Wir halten ich hasse Abstand. Dich auch. Boah, eigentlich sind wir gar kein Pärchen. Wir sind eigentlich nur geschäftlich zusammen. Man so wenig multitaskingfähig sein, dass man jetzt schon wieder. Ich liebe dich auch, Babe. Ja. Guck mal, während du mit mir redest, guckst du auf den Laptop und kriegst eigentlich gar nicht mit, was ich sage. Natürlich, ich habe alles gehört. Ich liebe dich. Ich liebe dich auch. Ja, wir werden uns auf jeden Fall morgen wieder bei euch melden. Dann startet Vlog Nummer 3 in der Hoffnung, dass wir nach Norwegen kommen. Also schaut gerne vorbei. Wir haben euch ganz so lieb. Lasst ein Daumen nach oben. Passt auf euch auf. Genau, schreibt einen lieben Kommentar und wir sehen uns im nächsten Vlog. Wir haben euch ganz so lieb. Bis dann. Tschüss.